So, dieses Tor da wollen wir machen. Dann spule ich es nochmal kurz zurück. Da habe ich den Schlüssel noch. Da mache ich jetzt das. Moment mal, nein, 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 nein. Das machen wir ganz anders. Erstmal weg da. Ihr seid Idioten. Hier. Upsala, hier. Von hier spule ich jetzt. So, ich spule, 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 spule. Oh mein Gott, ich laufe, 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 laufe und hüpfe und bleib hängen. Dann machen wir das auf, laufen da durch und drücken den Schalter. So, mein Schatten, ich. Ich hoffe, der macht das. Komm schon, Schatten, ich. Ich weiß, du kannst es. Auf geht's, Schatten, ich. Ich warte. Warte ich vergebens? Schatten, ich. Schatten, ich. Och Mann. Schatten, ich, du Penner. Oh. Haha, und da sehe ich mein Schatten nicht fehlen. Das geschieht ihm recht. So, aber schau ich mal, ob das nicht irgendwie. Ach, nicht. Okay, so. Macht er das jetzt? Hören wir mal kurz nach. Ja. Okay, er macht es auf jeden Fall. Ich bin so der Held. Jetzt nur die Frage, bleibt das auch so? Nein, das ist nur ganz kurz da, so. Ah, aber ich kann ja von hier. Nee, kann ich nicht. Ich muss flott sein. Ich muss sehr, sehr flott sein. Oder sehr lang warten. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Yeah, so toll warte ich. Yeah, yeah, yeah. Und dann drücke ich erst den Schalter und dann spule ich das Ganze zurück. Und dann soll der mal machen. Oh je, komm schon, Schatten, ich. Ich vertraue vollkommen auf deine Fähigkeit, diesen Schalter zu drücken. Wahrscheinlich bist du gerade drüben und springst wie ein Begaster durch die Gegend. Danke. Und das hast du gut gemacht. Yeah, sensible Begleitung. Powermäßig. Roffelcopter. Okay, ich sehe schon. Ein zeitunbeeinflusster Schlüssel. Das heißt, das Tor bleibt auf. So oder so. Super, was. Bin ich jetzt total Banane? Das war blöd. Ja, so viel dazu. Das ist auch das einzige Teil in diesem Ding. Ey, das nächste Schloss, guck mal. Pelosaurus. Hallo, ich habe mich verlaufen. Wie geht es dir? Großartig. Yay, Welt 5 passiert. Ups, bin ins Mikro gestoßen. Sorry. Okay, jetzt schauen wir nochmal nach. Ach so. Das scheint in dem Fall komplizierter zu sein, als es ausschaut, ne? Okay, ich versuche es mal zu verstehen. Wir haben hier einen Schlüssel. Und wenn ich dieses Tor aufschließe, dann ist der Schlüssel für mich nicht mehr zugänglich, weil weg. Was passiert nun, wenn ich hier zurückspule? Ich habe einen grandiosen Schattenschlüssel. Kann er damit, ja, kann damit dieses Tor aufschließen, das weiß ich. Ich müsste ihn oder mich an das zweite Tor rankriegen. Nee, nee, nee. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ah, Kopfnuss. Nochmal kurz gucken. Gibt es irgendwelche Hinweise hier noch? Nee, nicht wirklich. Mann, das müssen wir doch nochmal nachdenken hier. So, wir haben zwei Tore. Die beiden sind zeitlich. Der Schlüssel ist unbeeinflusst und die hier lassen sich auch durch meinen Schatten bedienen. So, ich sammle ihn nicht ein. Ich wollte ihn auch eigentlich nicht einsammeln, weil. Wenn ich ihn einsammle, dann existiert. Obwohl, Moment mal. Wenn ich ihn einsammle, dann existiert ja eigentlich ein weiteres Schlüssel-Dingens. So, ich laufe damit jetzt rum.
Und wenn ich jetzt spule, dann habe ich jetzt zwei Schlüssel. Einmal den hier und den anderen. Aber da habe ich wieder das Problem, dass der Schlüssel ja verloren geht, wenn ich ihn... Dann gibt es jetzt nur eins. Ich muss... Oh je, das ist echt kompliziert. Ich muss mein Ich den Schlüssel einsammeln lassen. Das heißt, ich muss hier genau diesen... Oh nee, ich will noch nur töten, aber nicht den Schlüssel haben. Ich kann mit Worten gar nicht beschreiben, was ich jetzt vorhabe. Das ist mein Problem. Nein! Kann ich den nicht irgendwie auch töten, ohne dass ich den Schlüssel nehme? So. Das Blöde ist, ich stand noch nie an diesem Punkt da. Weil ich dachte, jetzt spule ich einfach zurück. Nee, das klappt so nicht. Da kommt er auch nicht durch. Knifflige Sache ist das. Machen wir mal mit den... Moment. RIP. Aktuell werden wir verlassen. Machen wir mal mit dem... In dem hier weiter vielleicht. Also gut. Da habe ich nämlich noch gar kein Puzzleteil. Da brauche ich immer jeweils so ein Viech für. Ja gut, da oben kann nicht so schwer sein. Da schiebe ich den... Ich weiß es schon. Jetzt chill ich mich hier voll rum. Und dann töte ich mit meinem jetzigen Abbild den da. Dann spule ich das zurück. Und dann gehe ich mit meinem normalen... Ach, ich bin so ein Idiot. Oh, fuck. Nein, auch wieder nicht. So, ich bin jetzt hier unten. Chille. Voll cool und so. Und dann... Hau ich das Viech um. Das muss ja da hochkommen. So, das mache ich jetzt auch. Jetzt geht mein Ich da runter. Und tötet hoffentlich das Viech. Weil ich habe es ja getötet. Und da es von meinem jetzigen, von meinem Counter-Ich beeinflusst ist. Kann ich... Das funktioniert. Okay, alles klar. Los, geh da runter. Und töte das Viech, damit ich da hochkomme. Mann! Ist halt blöd, dass ich gerade in dem Sprungwinkel da komme. Ja, passt. Okay, dummerweise ist dieses Viech relativ schnell. Oh, das ist ja gar nicht mal so blöd. Nein, ich Idiot, das habe ich nicht gesehen, dass das ja eigentlich da... Dass da weiterläuft, da komme ich ja an den... An das Puzzleteil dran. Wenn ich das im richtigen Winkel treffe, mit der Höhe, dann wird das was. Ja, oder auch nicht. Brauche ich da zwei für? Jetzt vermasselt mir mein Ebenbild das. So, jetzt machst du nichts mehr. Okay, muss ich doch eine Luft treffen? Wo brauche ich da zwei? Das kann ja fast nicht sein. Mann, Mann, Mann. Knifflige Angelegenheit mal wieder. Nee, so wird es auf keinen Fall was. Ich sollte mal gucken, ob ich das da oben erstmal kriege. Das ist ein wenig langsam. Ein wenig zu langsam, glaube ich. Und ich kann da keine zwei Stück haben. Okay, jetzt probieren wir mal, das da oben zu kriegen. Wieso wurde das gefressen? Alles muss man selber machen. So.
Wie kriege ich den dazu, da oben lang zu laufen? Okay, tatsächlich. Es läuft einfach auf der Schattenseite weiter. Okay. Cool, das haben wir auch, das Puzzleteil. Und ich würde sagen, dann ist es doch ein ganz guter Cut. Wir machen hier das nächste Mal weiter und schauen, ob wir den Rest finden. Bis dann, bye bye.